Damn. Yeah. Hallöchen, ja. Hallo. Andere Tischposition, wie man sieht. Und Frauchen mit dabei. Und zwar haben wir uns was überlegt, zusammen quasi. Wollen wir so eine kleine Reihe machen, so ein-, zweimal im Monat, je nachdem, wie es denn wird. Das war ein Handy, war auch nicht schlimm. Wollen wir so ein paar Sachen ausprobieren, keine Ahnung, was uns so zwischen den Händen fällt. Und was wir schon lange überlegt hatten, wo sich der Laser auch sehr drüber freut, dass ich das Video jetzt mache. Und zwar geht es hier um ein MRE, das ist quasi das amerikanische Pendant zum EPA. Also quasi militärische 24-Stunden-Nahrung, sprich für einen Soldaten eine 24-Stunden-Verpflegung im Kampfgebiet. Das ist braun, das heißt, das ist für normale Landeinsätze. Das gibt es auch noch in weiß für schneebedeckte Sachen. Ja, je nachdem, wo der Amerikaner gerade Öl braucht, ist es dann den entsprechenden Farben zuzuordnen. Ja, was steht hier groß drauf? Viel steht nicht drauf. Halt Meal Ready to Eat, das ist halt das Ganze abgekürzt MRE. Wir haben hier das Menü Nummer 4. Und zwar Spaghetti with Beef and Sauce. Also ich vermute mal, das wird so eine Art Lasagne sein. Wir probieren das Ganze jetzt mal aufzumachen. Das ist hier komplett Luft, Feuer und wasserdicht verpackt. Du meinst Bolognese. Oder Bolognese, ja. Hier oben haben wir so eine schöne Lasche. Ich sehe schon Süßigkeiten. Dann ist das Ganze nochmal verpackt. Das sieht echt voll klein aus irgendwie. Das Ganze nochmal verpackt. Bin selber ein bisschen gespannt. Die von der Bundeswehr kenne ich ja. Aber die amerikanischen sind dann doch schon noch was anderes. Fangen wir mal hier an. Wir haben ein Hot Beverage Bag. Also das kann man quasi als Abfüllsache nehmen und zum Trinken. Also es ist hitzebeständig. Hier sind auch Skalen drauf in Unzen. 12, 8 und 10 Unzen. Das wird uns dann wahrscheinlich helfen bei der Beschreibung. Hier fällt mir ein Löffel entgegen. Finde ich auch geil, dass da ein Löffel dabei ist. Achso, noch vorweg. Hier ist alles drin, was ihr braucht. Ihr braucht nur noch Wasser, quasi. Hier haben wir dieses Heater, oder diesen Heater. Damit wird gekocht. Hier entsteht mit Wasser eine chemische Reaktion. Ich vermute mal, dass hier Carbid und Magnesium oder sowas drin sein muss, was mit Wasser reagiert und dann wird das heiß und wird quasi gekocht. Echt cool. Was haben wir hier? Strawberry Jam. Also hier haben wir Marmelade. Das ist eher was für dich, Schatz. Kannst du ja mal gucken. Hier haben wir Beverage Base Powder. Lemon. Also das ist Brause, quasi, was zu trinken. Hier haben wir Snackbread. Also irgendwie so ein kleines Brot, so kuchenmäßig. Ist ja auch lustig. Skittles, Whiteberry. Werden wir natürlich auch probieren, aber die Kinder werden sich wohl eher darüber freuen, denke ich. Peanut Butter, Erdnussbutter. Mm. Ah, cool. Was haben wir hier? Okay, damit kann ich jetzt gar nichts anfangen. Osmotic? Fühlt sich weich an. Also das sagt mir jetzt nichts. Was das sein soll? Wir werden sehen, wenn wir es öffnen. Wir öffnen das Ganze natürlich noch gleich. Hier haben wir so ein... Das ist quasi unsere Bratpfanne. Ein Stück Pappe. Da kommt das dann rein, nachher. Und hier ist unser Hauptgericht quasi. Hier sind die Spaghetti drin. So, ich würde sagen, wir machen erstmal das Ganze heiß. Ach nein, Quatsch, ich habe da was vergessen. Wir haben noch ein kleines Päckchen.
Und zwar sind hier solche Kleinigkeiten drin. Und zwar haben wir hier zum Beispiel zwei Kaugummis. Da man ja in Kampfgebieten nicht so für die Mundhygiene Zeit hat. Instant Coffee. Quasi Kaffee, ne? Ist klar. Was ist das? Ach, das ist hier zum Hände sauber machen. Zucker, Salz, Klopapier für danach, Streichhölzer und nochmal Instant Coffee. Also ist relativ reichlich, wie gesagt 24 Stunden. Von den Kalorien her ist es nicht gerade viel. Also für einen Soldaten in Kampfsituationen, ich glaube 2000 Kalorien hat das alles hier, nicht mal. So, dann würde ich sagen, packen wir erstmal die Kleinigkeiten beiseite und machen uns erstmal das Essen hier warm. Ein Kaffee, Schatz, du kannst einen Kaffee warm machen. Musst du hier mal Wasser reinfüllen. Das steht hier, glaube ich, drauf, hier 6 Unzen. Und ich mache in der Zeit mal unseren Heaterstartler. Hier oben haben wir so eine Lasche zum Aufreißen. So, hier sind, das ist das Pad, wenn das mit Wasser benetzt wird, geht's halt los. Jetzt packen wir. Einfach rein oder was? Ja, ein paar reinschütten, genau. Und dann tun wir das hier mit rein, dass es schön heiß wird. Mit. Und in der Zwischenzeit, wenn das hier vor sich hin köchelt quasi, können wir die anderen Sachen auspacken. Hier unten haben wir eine Linie, die sollte man nicht überfüllen. Das werden wir dann auch gleich noch machen. So, Kaffee ist soweit bereit. Mhm. Wir können gleich mal noch über irgendwo Verhältnis Zucker. Wir können gleich mal noch Zucker mit reinmachen. So, mach mal auf, mal gucken, was da drin ist. Würde mich auch interessieren. Instant Coffee, machen wir halt. Ich trinke zwar eigentlich nicht mit Zucker, aber es kann nämlich auch sein, dass das. Das ist ein Feuchtigkeitstuch, ne? Feuchtes Toilettenpapier. Ach, hier, das ist kein. Das sind nicht zwei Päckchen Instant Coffee, sondern das ist Kaffeeweißer. Oh, ist. Den machen wir auch gleich noch mit rein. Wenn ich es denn aufbekomme. Meine Güte. Oh, ziemlich fuddelig. So. Warum wir das Ganze machen? Einfach nur aus Interesse halber. Nicht, dass es wieder irgendwelche Leute drunter schreiben, Kriegsgeil oder irgendwie so ein Scheiß. Ich finde es halt einfach interessant. Viele, die mich kennen, wissen, dass ich so eine kleine Militärmeise habe, was altes Militär und sowas angeht. Und ich finde es halt einfach mega interessant. Ja, es kleckert es hier oben ein bisschen, aber wir machen eben ein bisschen die Luft raus hier. So. Dann tun wir das Ganze mal hier mit rein. Kriegt man das hier noch mit rein? Oder ne, wir machen es einfach draußen dran. Machen wir erstmal hier Wasser rein. Bis zur gefüllten Linie. Oh, das wird jetzt schwierig. Hältst du mal bitte. Ist ziemlich voll hier. Oh, wir sind ein ganzes Stück drüber. Ich hoffe, wir explodieren nicht. Jetzt müssen wir das Ganze hier ein bisschen hin und her shaken, um das Ganze zu aktivieren. Und man hört es schon. Und man sieht es auch. Oh, oh, und man spürt es auch. Oh, ah, ah, es wird heiß. Oh ja, es riecht nach Corbett. Machst du mal, dass er aufgeht?
Nimm's doch hinter an. Das heißt, jetzt hat. Das stimmt. Ja, das ist koppelt. So. Au. Jetzt hat. Jetzt quetschen wir hier noch den Kaffee mit rein, dass der auch noch ein bisschen warm wird. Oh. So. Und jetzt sollen wir das Ganze an etwas anlehnen. Ja, etwas anlehnen. Ja, wir packen es mal aus dem Bild. Ist ja jetzt auch nebensächlich. Das köchelt ja nur so vor sich hin. So, machen wir einfach mal weiter. Hier haben wir den Spoon. Ganz normaler Plastiklöffel. Ja, am besten füllen wir einen Teller. Riesenkeks oder was ist das? Sieht so aus, ja. Schimmelt das? Nee, das kann nicht schimmeln. Ja, das ist auf jeden Fall irgendwie Brot. Das ist immer drin, das ist, dass es keine Feuchtigkeit ziehen kann. Steht extra drauf, do not eat. Das ist das hier, wo ich nicht wusste, was es ist. Es sind Rosinen, what the fuck? Das ist jetzt was. Was ich überhaupt nicht mag. Rosinen sind das. Krasse Nummer. Du bist in der Kamera hier. Ich koste mal. Ja, schmecken wie handelsübliche Rosinen. Ja, mach mal hier auf den. Ja, kannst du tütschen, oder? Du willst das auch drauf machen? Na, du kannst auch. Na, wie du willst. Ich muss vorher ein bisschen hier so. Matchen. Schmeckt die gut, ja? Mhm. Hier ist die Marmelade. Wo sind die? Hier, in meiner Hand. Ach so. So. Ja, also. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es doch so schmeckt. Man, ich koste jetzt mal ein Stück ohne. Oh, es schmeckt extrem nach Mais. Finde ich. Extrem nach Mais. Schön trocken. Aber die Erdnussbutter ist heftig. Also die schmeckt. Schmeckt echt geil. Also besser als was man bei uns hier so zu kochen kriegt. Muss ich sagen. Also, die schmeckt echt cool. Jetzt kostet immer noch die Marmelade. Ich bin eigentlich nicht so Marmeladentyp. Brot ist. Heftig. Was ist hier? Achso, ja. 12 Unzen. Ja, das müssten wir wissen. Mhm. Was sind denn 12 Unzen? Marmelade, ja. Mhm. Machen wir hier mal. Ich hab keine Ahnung. Ja, komm schon. Eine ganze Menge Pulver drin. Ja, heftig, das hört ja nicht gut auf. So. Jetzt füllen wir das einfach mal. Okay, es ist grün. Ich hab Angst. Lemon, sagt er schon, ne? Könnte man von ausgehen. Sicher? Ja, rühren wir ein bisschen um. Also die Erdnussbutter schmeckt echt cool, also da bin ich. Die Marmelade drauf. Mhm. Das andere dauert ja noch ein bisschen. Mal schnell noch einen zweiten Teller geholt. Ja.
Und du darfst zuerst. Hm. Nicht zu süß. Schmeckt eigentlich ganz okay. Ja. Ich bin da nicht, aber... Also, was nicht so süß mag. Also, es schmeckt überraschend natürlicher, als ich dachte. Hm. Also es schmeckt jetzt nicht so wie löslicher Tee oder so. Hm. Also es schmeckt interessant. Es hat so ein... Schmeckt ein bisschen wie so ein Iso-Drink. Habe ich so den Eindruck. Skittles haben wir noch. Ich koste trotzdem eins, obwohl das eigentlich nicht so mein Ding ist. Kennt wahrscheinlich jeder. Ich kenne es nicht. Schmecken aber ganz lustig. Ganz lustig? Ha! Geil! Ne, ist auch nicht so meins mit. Ja. Salz, das werden wir dann fürs Essen brauchen. Ja, Wahnsinn, ist das so lecker schmeckt. Das ist krass, ne? Hätte ich auch nie gedacht. Mal gucken auf die. Also die gehen auch. Das Toilettenpapier, das teste ich dann alleine. Frutscheidetour, das brauchen wir nachher auch noch. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal schnell einen Cut. Und warten mal, bis das andere noch fertig ist. Und dann bleiben wir uns wieder. So, da sind wir wieder. Mal gucken, ob es gereicht hat. Ich glaube, eine Viertelstunde wird angegeben. Bin mir aber nicht sicher, das müssen wir gleich nochmal kontrollieren. Hier haben wir unseren Coffee, der ist auf jeden Fall mehr als handwarm ein bisschen. Den filmen wir jetzt mal hier in einem Becher. Bin ja ein riesen Kaffee-Fanatiker. Es riecht schon mal normal nach Kaffee. Ein bisschen viel Zucker für meinen Geschmack. Oh. Kann man in einer Notsituation trinken, ist halt Instant-Kaffee, ne? Der ist halt nie so wirklich lecker. So. Boah, das riecht nach Kombit, das ist... Wow. Aber es ist heiß, wow. Scheiße. Wir haben hier... Warte mal, wir haben doch hier noch das Zeug. Nehmen wir unser Klopapier. Meine Frauen haben immer so ein, ihr wollt ja immer so weiches Klopapier. Ups, so, haben wir das ein bisschen abgetrocknet, haben wir noch einen zweiten Teller. Jetzt rühren wir das noch ein bisschen um hier. Geh runter. Wir haben überall solche Laschen, also wir brauchen wirklich nichts außer Wasser. Löffel. Was riecht schon mal? Also es riecht schon mal okay. So sieht's aus. Also es ist weniger als ich dachte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte echt, da ist ein bisschen mehr drin. Kostet es einfach mal. Es ist lauwarm. Es schmeckt wie aus der Dose, kann man sagen. Kannst du mal gerne kosten, wenn du möchtest. Also es schmeckt nicht schlecht, aber man merkt schon die Konservierungsstoffe. Es sind Spaghetti klein gehäckselt. Vielleicht sieht man das hier. Es sind kleine gehacktes Klümpchen. Zwiebeln sieht man, Tomate sieht man. Ja. Schmeckt sogar einen Tick besser wie aus dem Gewächse. Ja, aber.
Also wir haben ja noch Salz. Wir können ja noch ein bisschen verfeinern. Wenn da mal was rauskommt, oder? Aber... Nur da essen heute. Man hebt heute nicht. Nein. Laser, du musst mir was zu essen bestellen. So, ja. Ja. Schmeckt's besser jetzt, ja? Naja, ein bisschen intensiver, ja. Noch ein Stück Kaffee hinterher. Also ist... Wahnsinn. Also ist ganz ehrlich, wenn ich jetzt campen wäre, jetzt mal unabhängig von Soldaten sein, als Privatperson, würde ich mir das echt holen. Also ohne Spaß jetzt. Also das ist so ein komplettes Menü. Bekommt ihr, wenn ihr Glück habt, für unter 10 Euro. Ja, krass. Also ihr braucht nur Wasser. Ihr nehmt euch einfach zu eurem normalen Wasser noch eine 1,5 Liter Flasche Wasser mit. Und dann seid ihr gut unterwegs. Welcher natürlich, wo das reinmachen kannst. Ja gut, ich meine, das kann man ja auch hier draus trinken zum Glück. Ja, gut, hat er. Wenn man jetzt unbedingt. Ne, also top. Also ist auch gewürzt, finde ich. Also es hat auch Würze, auf jeden Fall. Die Konsistenz ist auch gut. Mhm. Top. Ja, das soll jetzt eigentlich soweit jetzt gewesen sein. Es kommt noch so ein Video. Wir haben nämlich noch eins bestellt. Ich höre das mal schnell. Das wird wohl morgen kommen oder so. Das ist ein deutlich, deutlich größer. Das ist vom Marine Corps. Und das ist Beef Taco. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Es ist fast doppelt so groß wie das andere. Mal sehen, was da sich alles drin verbirgt. Und ja, da würde ich sagen, schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal und ciao. Bye bye.